Das klang eben bei Frau Göring-Eckardt an. Der Kanzler setzt bei wichtigen Vorhaben, wie er es nennt, nun auf Ihre Unterstützung. Wird er die bekommen, etwa wenn es um die Ukraine geht oder um Hilfen für die Wirtschaft? Die Ampel ist am Ende. Der Bundeskanzler hat keine Mehrheit mehr im Parlament. Und was folgt daraus aus unserem Grundgesetz? Er muss die Vertrauensfrage stellen. Das hat ihm heute Friedrich Merz auch klar gemacht. Die Fraktion hat das einstimmig beschlossen. Wir brauchen Neuwahlen jetzt. Und deswegen stellt sich die Frage nicht nach irgendwelcher aufhaltbaren Themen, die wir aufschieben können, sondern wir wird nichts aufgehalten, sondern wir wollen die Vertrauensfrage jetzt und Neuwahlen jetzt. Nun ist es aber so, dass nicht die Opposition diese Vertrauensfrage stellen kann, sondern die muss vom Kanzler selbst gestellt werden. Sitzt Scholz am Ende am längeren Hebel? Kommen die Wahlen im März? Der Bundeskanzler hat einen Eid für die Bundesrepublik Deutschland geleistet, Schaden vom Volk abzuwenden. Er hat keine Mehrheit mehr. Der Bundeskanzler hat eine staatspolitische Verantwortung. Hier hat nichts mehr politisches Kalkül den Vorrang, sondern hier müssen die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland im Vordergrund stehen. Und deswegen brauchen wir Neuwahlen. Und daran hat ihn Friedrich Merz erinnert. Und das werden wir auch die nächsten Tage und Stunden immer wieder tun. Wir brauchen Neuwahlen. Und da hat der Bundeskanzler die staatspolitische Verantwortung, jetzt die Vertrauensfrage zu stellen. Ich will bei der Verantwortung bleiben. Deutschland hat jetzt ein großes Problem, denn es ist momentan kein Haushalt da. Ihr Parteikollege, der Ministerpräsident Rainer Haseloff, hat heute hier beim MDR eindringlich darauf gedrungen, sonst käme der Landeshaushalt in Sachsen-Anhalt in Probleme. Müssen Sie nicht am Ende allein deshalb mit Scholz zusammenarbeiten? Die staatspolitische Verantwortung liegt beim Bundeskanzler, die Vertrauensfrage zu stellen. Dann haben wir innerhalb von 60 Tagen, nachdem der Bundespräsident es zugelassen hat, Neuwahlen. Und dann können wir auch einen Haushalt in Kraft setzen, sofern wir in der Koalition mit sind. Unabhängig davon, die Blaupause war 2018, als die Große Koalition erst im März geschmiedet wurde und im Sommer des Jahres 2018 einen Haushalt auf den Weg gebracht haben. Da sind in Deutschland auch nicht die Lichter ausgegangen. Im Gegenteil, 2018 ging es den Menschen besser als heute. 2018 lief die Wirtschaft und das wollen wir auch wieder in Zukunft erreichen. Danke für das Gespräch aus Berlin. Sepp Müller.